Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Willkommen zurück, Leute. Erstmal prügeln. Ja! Nein. Ja, willkommen zurück. Ich wollte mir unbedingt mal sowas schreien zum Anfang. Und so prügeln. Nein, Oculus ist unser heutiger neuer Gegner. Sven, du bist hierfür absolut ungeeignet. Psycho, raus mit dir. Oh, ein Glück, einer dieser Vögel ist ein Tanuki, das macht's leichter. Weil diese Vögel, die können massiven Schaden an Einzelpersonen machen. Und vor allen Dingen bei Zip machen die extremen Damage. So, erstmal Säurestumm, damit ich mehr Schaden mache. Ich habe sogar direkt bei allen drei Rüstungsbruch und bei zwei sogar Gift. So, ich gehe gleich direkt mit der Eisperrsalve auf ihn los. Aber erstmal feurige Stiche. In der Hoffnung. Ja, er hat Erblindung bekommen. So, und jetzt die Eisperrsalve, weil das macht nicht viel mehr Schaden als das andere. Umgekehrt, das andere macht nicht viel mehr Schaden. Und jetzt hoffe ich, dass Erblinden mich rettet. Genau, dann macht er nur die Spektralflamme. Klebriges Netz. Bin gespannt, was du für eine Fähigkeit hast. Ich bin ganz ehrlich, den Tanuki hätte ich trotzdem immer noch gerne in meinem Team. Ich kriege nur nie sein Ei. Ich glaube, das ist das seltenste Ei, was man kriegen kann. Vor allen Dingen, ich habe noch nie einen hell- oder dunkel verschobenen gesehen. Wirklich noch nie. So, Gewitter. Schade, kein Debuff. So, nochmal Feuerstich auf ihn. Kann ihn noch nicht one-hitten. Also mache ich lieber auf alle. Zwei haben Erblinden. Und er macht das Wiederherstellen zum Glück auf den anderen. Das hilft mir sehr. So. Gewitter macht nicht viel. Sporenwolke. Auch wenn es auf den anderen nicht so viel Schaden macht. Ah, da hätte er nicht wenigstens Schwäche kriegen können. So. Dich will ich immer noch im Land des Schmerzes sehen. Zweimal blinden. Super. Und ich mache jetzt erst einmal Eissturm, damit ich Frost auf allen drauf habe. So. Ich will mir Schaden machen. Die Giftwolke, die ist für mich Albtraum. Vor allem, weil Psycho gerade verreckt. Nochmal die Sporenwolke. Ja, alle haben Schwäche. Psycho muss sich erstmal heilen, sonst verreckt er mir. Mach ich einen Kombo-Trank? Ich mach einen Kombo-Trank. So, und jetzt mache ich die Eissperre auf dem Vogel. Dann sollte er eigentlich sterben. Jawoll. What the hell? Was war das denn für eine Attacke? Die habe ich jetzt zum allerersten Mal gesehen. Ah, angreifen und Schildmann zugleich. Okay. Dass der Tanuki das kann, wusste ich nicht. Gerade haben beide eine Windschwäche. So, jetzt kommt der Sturm noch drauf. Und jetzt etwas, was ihr noch nicht gesehen habt. Ich habe ihn nämlich Donnerschlag Level 2 schon besorgt. Tschüss, Tanuki! 2400 Schaden. So teilt man aus. So. Du solltest jetzt kein Problem darstellen. Hochspannung. So. Und
Finish ihn! Vor allem, das Ding macht ja auch noch Nachtreffe, wenn der Gegner Schock drauf hat. Und unser Drache hat ein Level Up. Den mache ich Hitzeschimmern hoch, weil das praktisch ist. So, Monsterbuch. Oculus will ich sehen. Enterhaken. Wäre eine bessere Version meiner Spinne. Und ich kriege hier was geschenkt, weil ich habe ja unseren Zerschmetterer dabei. Eine Schleife Level 5. Ich glaube, einen habe ich sogar irgendwo eine Schleife gegeben. Ich könnte das Teil austauschen. Dann hätte ich mehr Mana aufschwenden und das brauche ich zurzeit. Okay, wir haben den unteren Bereich dann fertig durchgeguckt. Jetzt geht's ab nach oben. Hopp. Und was seid ihr beide? Polterofen. Ihr könntet eine Entwicklung vom Dampfgolem sein. Auf jeden Fall brauche ich Wasserviecher. Eigentlich kann ich mit meinem Hauptteam machen, weil Sven hat ja jetzt auch eine Eisfähigkeit. So, Säuresturm, weil ich diese Polterviecher loswerden will. Aber auch direkt das bekommen, was ich haben wollte. Auf einen Rüstungsbruch. Und nochmal Frost. Der Kampf wird nicht lange dauern, Leute. Ihr könnt wahrscheinlich eh nur verbrennen. Aua. So, Säuresturm. Ich glaube, wenn ich Eissturm mache und danach direkt den Eissperr hagel, dann reicht das schon aus. Ja, das sollte ausreichen. Nee, Polterhof ist ein eigenes Vieh. Ich habe sogar das verschobene Ei bekommen. Kann ich doch öffnen. Also ich habe gesehen, im Kampf kann der nichts. Viecher, die ich nicht lange behalte, den gebe ich keinen Namen. Außerdem macht es jetzt zum Endgame eh keinen Sinn. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die eine gute Kampfeinheit wären. Nee, definitiv nicht. Bringst du mir was außerhalb? Wie ist gut zum Abbrennen? Und ganz ehrlich, die Motte brauche ich eh nicht mehr. Bist eine bessere Version, glaube ich, davon, oder? Ja, bist eine bessere Version. Dann nenne ich dich einfach Pall. Sobald ich dich umbenennen kann. Und offenbar brauche ich ihn auch direkt. Ja, anders komme ich nicht an diese Schalter ran. Soll ich das denn machen? Boah, ganz schnell. Beschworenes Schwert. Nicht kritischer Schaden erhöht und ist hauptsächlich für Magie gut. Was finden wir hier links jetzt noch? Ein Händlergolem? Was bietet der mir denn hier an? Jeder Treffer hat eine 2,5%ige Chance, Brennung oder Frosten zuzufügen. Schilderzeuger wäre stark für Sven. Und ansonsten sind das hier so allgemeine. Also diese drei hier, die will ich auf jeden Fall haben. Gib mir mal kurz einen Moment. Ich muss eh Sachen verkaufen. So.
So, ich habe jetzt ein bisschen was verkauft. Jetzt müsst ihr uns eigentlich die 3 Special Items hier kaufen können. Ach, guck mal, es reicht sogar noch für die Werkzeugkiste. Ja, die anderen 4 Dinger, die brauche ich ehrlich gesagt nicht. So, Ausrüstung. Ey, vor allem, ihr müsst euch vorstellen, ich kann die noch aufbessern. Also, ich gebe die denen jetzt noch nicht. Ich warte damit erst noch, bis ich an einem Bereich angekommen bin, wo ich die Sachen noch ausbessern kann. Also, erst wenn ich beim Schmied war. Oh, guck mal, ich kann mal kurz zum Schmied. So, Leute, ich war gerade eben beim Schmied und ich dachte mir, wenn wir schon unterwegs sind, können wir eben das Dodo-Ei abgeben. Ja, ich habe ein Dodo-Ei gefunden. Hier, bitte. Ich hab nur dunkel verschoben. Bin gespannt, ob der es wert war. So, jetzt habe ich einen Schockhüpfer. Den werde ich auch ausbrüten, weil den hatte ich definitiv nicht. Ja, das ist ein spezielles Monster. Ich habe sogar noch eine Beutekiste bekommen. Also, falls ich noch mehr von denen haben will, kann ich dann nochmal hinkommen. Also, du bist ein Schockhüpfer. Bist du was wert? Weil dich gibt es ja normal nicht. Er hat Schallwelle. Das ist auf jeden Fall was Praktisches. Genauso wie Schallangriff. Das sind nämlich 2 neutrale Attacken, die recht stark sind. Er kann einfrieren. Er kann stark einfrieren. Er hat den Donnerschlag. Und er kann auch noch heilen. Er kann nur nicht wiederbeleben. Wenn ich das richtig sehe. Aber insgesamt ist das ein extrem starkes Vieh. Den sollte ich eigentlich auf jeden Fall ins Team holen. Einmal will ich noch was kurz gucken. Was kannst du auf der Karte? Einfrieren kannst du sonst. Also er kann Eisorbs aktivieren. Das löst ihn ab. Und Maxi brauche ich damit dann eigentlich auch nicht mehr. Weil den hatte ich nur so als Platzhalter. Er war halt das stärkste Vieh, was ich hatte. Und ich habe noch eine Trommel bekommen. Nice. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal zur Hüterfestung zurück, gebe das Vieh ab. Und dann bessere ich eben kurz die Fähigkeiten aus. So, Leute. Ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen wollte. Ich habe die Viecher hier noch eben kurz erledigt. Ich erzähle euch eben kurz, was ich gemacht habe. Erstens, ich habe das Vieh Antik genannt, einfach weil es hier so ein antikes Monster ist. Ich habe vollkommen in die Schallwellen und den Schallangriff geskillt. Ich habe magische Durchdringung. Alle Magiermonster ignorieren 15% der Schadensverringerung. Dann habe ich mir die ganzen Frostfähigkeiten geholt und das Frostmeer auslöst. Ich habe ihm noch ein bisschen mehr Mana gegeben. Habe ihm Hochspannung und den Donnerschlag gegeben auf Max. Energetisch. Ja, wenn ein Monster irgendwie Schock auslöst, während der auf dem Feld ist, kriegen die eine Heilung. Natürlich jede Heilfähigkeit einmal komplett. Überladung, damit es mehr Schaden macht. Und Heilungsschild, dass eine Heilung auch noch Schild verursacht bei ihm. Und ich habe ihm noch 2 Skilltränke und Level-Ups gegeben. War da links auch ein Durchgang? Das sieht man auf der Karte nicht so ganz. Rechts meine ich. Ja, war's. Oh, das sind Platten zum Draufstehen. Die Räder bewegen sich zwar, aber auf mich haben sie keinerlei Einfluss. Da war eine Himbeere drin. Ah, ich habe etwas vergessen. Antik? Füttern. Ich habe ein bisschen was verkauft, weil es Früchte gibt, die eine bessere Version von den anderen sind. So, du brauchst auf jeden Fall Mana. Bisschen mehr Crit-Schaden. Und am besten gebe ich ihm noch Verteidigung. Und was ich noch gucken kann,
über den Wechselstein, welche Verschobenheit bei ihm mehr bringt. Okay. Eigentlich ist beides scheiße. Ich habe ihm jetzt die Trommel gegeben und die Brosche vom Schwinn. Aber ich glaube, ich gebe ihm jetzt diesen Stein, der ihn wieder normal macht, den Reinigungsstein. Weil ich glaube, normal ist der besser. Zum einen kann ich ihm dann auch noch die graue Perle geben statt der Brosche. Und die ist mega stark. Das Schöne ist, ich habe die Perle sogar doppelt, aber ich kann die zweite noch nicht aufbessern. Jetzt müsste der eigentlich noch mehr reinhauen, weil diese Fluchdinger, die brauche ich bei dem nicht. Das lösen die anderen schon genügend aus. Grüße, mein Name ist Revisan. Du bist wohl ein Monsterhüter. Du musst noch ein Alchemist sein. Schnappen wir ihn uns. Du musst wohl einiger meiner ehemaligen Kollegen begegnen. Keine Sorge, ich bin kein offizielles Mitglied des Ordens der Alchemisten mehr. Ich habe nicht einmal Monster. Ich bin ein Gelehrter, kein Krieger. Deswegen zog mich die Alchemie damals so an. Es war das erste Mal, dass ich für etwas Anerkennung bekam. Es fiel mir sehr schwer, den Orden zu verlassen. Aber ich hege einen gewissen Verdacht gegenüber Marduk, dem Anführer des Ordens. Wenn du mir hilfst, teile ich meinen Verdacht gerne mit dir, Hüter. Aber zuerst muss ich mit einer Ahnung auf den Grund gehen, deswegen bin ich hier. Ich benötige Zugang zu etwas, das ich sehr gut auf einem der obersten Stockwerke der Werkstatt verbergen könnte. Normalerweise komme ich mit ausreichend Verstohlenheit und der ein oder anderen Rauchbombe durch die Zuflucht, aber die Bewohner der Werkstatt lassen sich nicht so einfach überlisten. So wie ich meine Kollegen kenne, könnte auch schon ein Champion-Monster auf dem Weg sein. Die Hüter könnten halt euch gerne um so etwas, nicht wahr? Wenn du mir einen Weg durch die Werkstatt bahnen kannst, teile ich gerne mit dir, was ich weiß. Nun, der hier scheint recht vernünftig zu sein. Dein Wissen könnte äußerst wertvoll für uns sein. Wir sollten ihn zwar im Auge behalten, aber lass uns ihm vorerst vertrauen. Ah, okay, da oben geht's weiter, dann will ich erst in unserem Weg hier links machen. Und gucken, was da ist. Nur eine Kiste, ich hätte locker hier reingehen können. Also von links kann man offenbar noch irgendwas holen. Ganz oben ist das Gebiet vorbei. Es gibt auf jeden Fall eine Blob-Statue hier. Das habe ich auf jeden Fall schon gesehen, als ich ewig lang diese Blob-Statuen gesucht habe. Habe ich einfach irgendwann mal nachgeguckt, wo ich die finde. Was seid ihr denn für komische Dinger? Ein Phönix-Serum. Das ist wahrscheinlich stärker, als das ich jetzt habe. Schwen macht einmal Kraft und danach wechsle ich ihn. So. Gewitter. Ich will das Auge auf jeden Fall loswerden. So. Ihr seid zwar gegen Eis recht stark, aber ich will trotzdem den Frost auf euch haben. Und danach will ich einen Schockhüpfer ausprobieren. Der ist hier, glaube ich, auch gut geeignet für. Weil ich mit ihm das Auge gut loswerden kann. Ja, dass ihr irgendwas mit Schall habt, das war klar. Was macht dieses Netz nochmal? Das war, glaube ich, mega nervig. Verringert die Chance auszuweichen. So, was wirkt bei denen denn gut? Sporenwolke. Perfekt, dann mache ich direkt Schwäche. So, Monsterwechsel. Los, Antik! Ich habe ihm übrigens dieses Ladungsding gegeben. Das heißt, er kriegt sofort Ladung jede Runde. Ja, mir bringt nur Sturm was. Das Schöne ist, dass Sunny ja jetzt mit jeder Attacke Frost auslösen kann. Stimmt, das Ding kann ja verkapseln. So, bitte jetzt nicht auf Zip. Verdammt! Oh, er hat gerade so überlebt. So, zuallererst Gewitter.
Hat auch gut was ausgelöst. Ich habe nur Einzelangriffe mit ihm, oder? Nee, Schallwelle trifft alle. So, Hochspannung mit Donnerschlag kann ich ihn fast one-hitten. Mach erstmal Sturm. Dann heile ich mal eben kurz Zip. Weil der ist wirklich fast tot. Also wie gesagt, vor diesem Auge hätte ich gern das Ei, weil das wäre eine bessere Version meiner Spinne. So einfach, weil ich ihn jetzt mal in Aktion sehen will, wie stark der eigentlich ist, werde ich mit ihm versuchen, das Grammophon da umzubringen. Was du darstellen sollst. So, nochmal Sturm. Der wird jetzt eh sterben. Schallangriff. Der macht schon ordentlich Schaden. Aber kein Ei. Ja. So, und ich würde sagen, hier machen wir jetzt erstmal einen Break. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.